haben wir die Einkaufstour auch beendet und schauen uns jetzt mal in der Stadt ein bisschen rum. Hier haben wir ein Hospital. Ich hoffe, das werden wir nicht so schnell gebrauchen können. Eine Bäckerei. Oh, ich gucke einfach mal rein. Vielleicht gibt es da auch ein, zwei kleine Vergeheimnisse. Nö, okay. Ja. Okay, hier kommen wir nicht rein, so wie es aussieht. Und da oben ist ein Typ, der sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Hier haben wir noch ein kleines Haus. Also die Stadt scheint doch größer zu sein. Haben wir schon eine Karte davon? Ja, es gibt sogar einen Zirkus und die Stadt ist wirklich groß. Na gut. Zombies und Ghosts. Ja, ja, gut, wir wissen es schon. Aber wir haben noch keinen Zombie und noch keinen Geist gesehen, außer diese komischen Puppenviecher. Oh, wer bist du? Ach, Zombies, ja. Master Belch ist der Zombie-Leader. Also, ich weiß nicht, wie das ist, aber aus Simpsons habe ich gelernt, wer den Obervampir umbringt, ne, der killt auch alle Vampire. Also muss das ja mit den Zombie ebenso funktionieren. Aber hier steht gerade, ich kann in die meisten Häuser gar nicht reingehen. Also ist die Stadt wahrscheinlich gar nicht so groß, wie ich gerade gedacht habe. Sandwich. Suse nimmt das. Ah, das ist natürlich auch intelligent gemacht. Ich gehe rein und es nimmt gleich die Suse, da wo noch Platz ist. Finde ich super. Gut, die hat die Tür nicht abgeschlossen. Warnt uns aber trotzdem vor Monstern. Wenn ich auf die Karte geguckt habe, sah es aus, als würde es oberhalb einen Friedhof geben. Und wo gibt es bekanntlich Zombies? Also die klassischen Zombies. Jetzt nicht die Viren-Zombies. Und denke mal, da werden wir uns mal umgucken. Hier ist gar nichts. Können wir uns hinlegen? Nee, nicht Status, ich will Check machen. Na, kein Problem hier. Denn es gibt schon einen Unterschied zwischen den ganzen Resident Evil Viren-Zombies oder ich sag mal auch. Welche Zombies fallen mir da noch ein? Typisch so Viren und Poren und Pilzen, Sporen, The Last of Us. Mann, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Halt, die ganzen modernen Zombies. Und früher, das waren halt auch die klassischen Untoten aus der Hölle, die hochgekrochen sind. Aber jetzt machst du doch ganz schön Schaden. 37. The Walking Dead. Genau, das war's. The Walking Dead. Dass man das vergessen kann. Und auch die Suse steigt fleißig auf. Okay, da kommen wir auch nicht rein. Ich habe ja mal Angst, dass ich was verpasse hier. Wenn ich nicht jedes Haus abkrieche. Ich kann mir vorstellen, das ist vielleicht gar nicht so spannend anzusehen. Ist das wirklich ein Stein? Ja, das ist ein Stein. Da ist noch einer. Hätte ich gar nicht erst nachgucken brauchen. Da ist der Friedhof. Gut, hier kommen wir auch nicht rein. Ich kann mir gut vorstellen, dass man auf dem Friedhof vielleicht erstmal so ein bisschen kämpft. Nicht viel, um sich aufzuleveln. Da ist eine Maus. Ist das solch eine Homeboard-Maus? Na komm, lass mich mit dir reden. Diese Maus liebt mich. Super. Also ich würde Earthbound sogar zutrauen. I, a zombie. I'm watching for a zombie movie. dass man sich hier in den Zombie verwandeln kann, wenn man gebissen wird. Ach, diese dämlichen Puppen. Na gut. Vielleicht können wir die hier austricksen. Ah, sie sind schon weg. Dafür ein Schmetterling. Na gut. Ich habe auch in der Mitte das Zirkuszelt gesehen und ich bin mir sicher, da ist auch was Besonderes drin. Aber ich will erstmal den Friedhof abchecken. Do not enter. Oder don't enter. Wären wir hier bei Zelda? Check. Könnten wir natürlich die Grabsteine verrücken. Wir sind aber nicht bei Zelda. Okay, der Friedhof war sehr unspektakulär. Aber dafür haben wir hier wieder eine Hütte mit Schild. Naja, der Hinshop. Habe ich mir fast gedacht. Nicht Status, Check. Ja, Teddybär. Wir haben einen Schutz-Teddybär. Immer wieder gut. Wir wurden gerade... Wir werden von der Mülltonne und Mücken angegriffen. Ich dachte, hier gibt es Monsters und Zombies. Monsters und Zombies. Sind not good fly. Das ist mein Name. ich hau erstmal den Multiman.
mit einem Bash und die Suse gibt der Mücke eine rein. Aua, 29? Ach, der Teddybär, gut. Also, dieses räudige Ding aus der Mülltonne, das macht uns, versucht mit irgendwelchen Sporen zu belegen. Hat aber jetzt nicht funktioniert, weil er den Teddybär angegriffen hat. Boah, Alter, ein Gegensmash. Und der Teddybär, den hat's zerlegt. 100. Der hat aber ganz schön gefressen, der Junge. Ich hätte nicht gedacht, dass das Vieh solche Power hat. Das ist noch eine Mücke, die schnappen wir uns gleich mal von hinten. Nein, hat nicht funktioniert, schade. Ich wollte den Gegner halt noch überraschen. Die Fliegen sind ja relativ schnell weg. Ich sollte vielleicht erst auf die Fliege einschlagen, dann auf den Mülltonnenmann. Weil die machen ja doch ziemlich Schaden. Level 25 ist schon mal gut für Morph. Das heißt, die Suse hängt ganz schön hinterher. Die Fliegen sind sauschnell. Komm doch so ein Müllmann. Nein! Vielleicht soll ich jetzt mal ein paar Ziehtechniken einsetzen, damit es nicht, sag ich mal, problematisch wird. Ja, machen wir mal was Großes. Und Suse kann auch mal ein bisschen Zieh machen. Zieh Thunder, Thunder meine ich natürlich. Ich hoffe, es haut noch nicht rein. 191, die Fliege ist weg. Auch die andere Fliege wird weg sein. Aber der Müllmann wird noch eine Weile was fressen. 37, naja gut. Was? Es hat nicht getroffen? Na gut, da gibt es halt nochmal einen Bash. Also ja, es steckt auch zwei Treffer ein. Aber eigentlich drei, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwelche Magie einsetze oder Ziehkräfte. Ah! Ein besonderer Grabstein. Ich habe gedacht, es passiert sonst da was. Jetzt kommt wieder der Fotograf. Look at the camera, save Fuzzy Pickles. Yeah! Tschüss, Kumpel! Naja, läuft doch. Laufen wir mal außerhalb lang. Wo geht's da oben lang? Hier geht's gerade gar nicht lang. Komm, dräng dich durch. Okay, da geht's wirklich gar nicht lang. Also heilen brauche ich mich noch nicht. Ich mache mir nur echt Sorgen um die Suse, weil die nicht so viel einstecken kann. Die müssen wir schleunigst hochleveln. Gehen wir mal in das Haus rein. Ne, geht nicht. Hm, Hotel. Wir können eigentlich mal eine Runde übernachten. Ist eigentlich nicht das Problem. Dann gucken wir uns oben lang und dann machen wir mal ein Zirkuszelt. Oder gleich ins Zirkuszelt? Ja, erstmal ins Hotel. Ein bisschen schlafen. Komm, Kumpel, ich will ein Zimmer. Ein richtig schön teures. 120. Ja, klar. Geht schon mal. Kann man schon mal aufbrauchen. Ich denke mal, Bienen und Müllmonster töten bringt Geld ein. So, gehen wir aus dem Weg. Erstaunlich, dass die Preise so hoch haben. Wenn die ganze Stadt ein Monster verseucht ist. Hey, jetzt mal ehrlich. Hier kann man nur Geld abheben, so war das, genau. Telefon. So, Daddy wird jetzt mal kurz mit uns reden. Oh, ganz schön viel Geld haben wir. Jetzt nochmal schnell Oldschool speichern, weil ich mache sie ja im Normalfall wirklich über das System der Wii U. Aber so kann das auch mal sein. Und wenn man mit den Eltern telefoniert, fühlt man sich gleich besser. Also er jedenfalls. Also wie jetzt? Zirkuszelt oder doch lieber Friedhof? Zirkus, Friedhof, Zirkus, Friedhof. Friedhof. Ich habe mich für den Friedhof entschieden. Den Zirkus können wir später noch besuchen. Hm, okay. Nutzlose Häuser. Ui, der sieht aber schon ein bisschen spooky aus. Ah, es sind schon wieder die massenweise Fliegengedöns, die natürlich den Müllmann begleiten. Das heißt, wenn man den Müllmann beseitigen könnte, wären die Fliegen kein Problem mehr. Ach, das war der andere Friedhof, wo wir schon oben waren. Gibt's
hier noch irgendwas Besonderes auf diesem Friedhof? Irgendwo muss ja der Zombie-Meister sein. Aber ich bin mir sicher, mit denen können wir uns noch nicht anlegen, rein kräftetechnisch. Geister! Na okay. Battlen wir uns mal mit Geistern. Was? Ist ein Zombie? Das soll ein Zombie sein? Können wir die mit Baseballschläger hauen? Suse ist jetzt ein Minigeist? What? Aber sie macht doch immer noch Schaden. Ich bin jetzt ein Minigeist. Super, und was habe ich davon? Also, es wird irgendwas Negatives sein, ist mir schon klar, aber... Was ist das für eine Statusänderung? Ich meine, wir wandeln uns ein Zombie, das hätte ich gerade noch so... Ja, ich will nicht sagen verstanden, aber... Ich bin ein Geist, wow. Ziehen die uns die ganze Zeit Energie ab, oder... Hä? Das muss mir mal irgendjemand erklären. Ich kapier's gerade nicht wirklich. Irgendwie stand jetzt gerade da, dass der kleine Geist angegriffen hat. Ja, soll er machen. Okay, da oben ist jede Menge Fliegengedöns. Aber ich schätze mal, wir müssen da trotzdem lang. Wir sind ja außerhalb der Karte, man sieht ja gar nichts mehr. Erstmal Action. Nein, ich kann mich da nicht bewegen, alles klar. Der berührt mich mit seiner dämlichen Eishand und... Na gut, die machen ja minimal Schaden. Oh, aber warum macht er immer den Mob? Den brauchen wir doch für Damage. Okay, eine Fliege weg, hat die Suse gut gemacht. Ja, die kann uns ja ruhig prügeln, die Fliege. Solange sie nicht unbedingt die Suse angreift, dienen wir halt als Puffer, als Tank und die Suse ist der Damage-Dealer. Okay. Das sind jetzt scheinbar wirklich Zombies, aber die greifen uns gar nicht an. Redet ihr mit uns? Nö, der glotzt uns nur an. Okay. Da müssen wir später hin. Ich denke mal, da wird der Oberbösewicht sein. Eine Mülltonne auf dem Friedhof. Injection Spray. Kann man das vielleicht nutzen, um den Geist loszuwerden? Insektizspray. Ach, damit wird man wahrscheinlich die Insekten los, nicht die Geister. Okay, der Friedhof ist abgeschickt. Ich glaube... Mülltonnenmann, kämpfe doch einfach mal. Wir müssen eh noch ein bisschen zwei Mülltonnenmänner, nicht gut. Wir müssen eh noch ein bisschen leveln. Aber der sieht diesmal anders aus. Nee, nicht Bash, wir machen C. Wir haben's ja. Ich schlaf dann halt nochmal eben im Hotel. Suse macht auch nochmal, aber diesmal Freeze better. Yeah, er hat uns nicht getroffen. Mit seiner Eishand. 128 und 145. Aber es wird nicht ganz reichen. 37 Damage, nicht schlecht. Das ist der stinkende Geist. 355 Damage? Wow. Ja, die Technik hat es echt drauf. Die Suse hat voll die Power-Technik. Wow, okay, das war's für Suse. Naja, wir kriegen sie schon noch groß. Jetzt auf erstmal zum Krankenhaus, ein Hotel, wieder heilen. Und dann würde ich sagen, schaue ich mich mal im Zuckerzelt um. Ach, die Suse ist schon wieder tot. Ich bin so ein schlechter Teampartner. Und was sagst du dazu? Aha. Ich soll mit jemandem vom Hotel reden. Das Schick? Das Hühnchen? Echt jetzt? Okay. Das ist das Schick. Hey, komm wieder zurück. Erstmal ins Krankenhaus. Erstmal die Gute wiederbeleben. Da haben wir mehr davon. Genau. Krankenhaus gibt's da unten.
Nee, ich habe erst gedacht, wir gehen gleich zu dir, aber das stinkt so ein bisschen nach Kampf. Und da würde ich die Susi auch gerne mithaben. Nicht, weil ich die brauche als Verstärkung, sondern einfach nur, damit sie ein bisschen mehr Erfahrungspunkte kriegt und irgendwann mal stärker wird. Denn irgendwann werden wir unsere Teampartner brauchen beim Kämpfen und die müssen dann auch stark sein.